Abend. Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen zu einer Sowas. Sie sehen, ich habe mich etwas schick gemacht. Heute Abend ist die Konkurrenz natürlich groß. Nach mir Frank Elst, hat auch immer schöne Anzüge an. Sie haben ohnehin Glück heute Abend. Sie sehen die stärkste und die zweitstärkste Sendung im ZDF. Und ich muss gleich also bei den Freunden des Sportstudios sagen, vielleicht wird es halt ein bisschen später, weil ich etwas länger brauche und vielleicht deswegen der Frank ein bisschen später anfängt. Und Sie wissen schon, wir beeilen uns aber. Und zwar kommt das Fundbüro. Trotzig machen wir weiter. Wir haben eine Art Erfolgsmeldung. Und zwar haben wir letztes Mal, ja, wenn Sie sich erinnern, einen Ring gehabt. Einen Ehering, der verloren wurde. Und wir haben diesen Ring hochgehalten. Hier haben wir ein Ehepaar. Wie lange seid ihr verheiratet? Seit fünf Monaten. Fünf Monate. Ja. Und ihr habt den Ring verloren. Wer hat ihn verloren? Ich natürlich, der Chaote. Und ihr habt ihn wiedergefunden, weil ihr unsere Sendung gesehen habt? Richtig, genau. Deswegen haben wir dann angefragt. Aufgrund dessen haben wir im Fundbüro nochmal angerufen. Und euer Ring war da? Der war da. Und dann ist gesagt worden, dass... Aber es war nicht der, den ich hochgehalten habe? Das haben wir nicht gesehen gehabt. Ausnahmsweise nicht. Gesehen, also so hintenrum haben wir doch Erfolg gehabt und der Ring ist wieder dran. Da ist er, ja. Und jetzt halt ihn ganz fest. Genau. Und das Mädel auch. Das sowieso. Danke. Wir machen weiter. Es ist heute kein Ring, sondern ein Teppich. Kann ja auch mal passieren. Dieser Teppich wurde im Raum Frankfurt verloren und am Fundamt abgegeben. Wenn Sie ihn erkennen, dann müssen Sie ungefähr wissen, wie groß er ist. Und dann rufen Sie unsere Telefonnummer an. Die Aufnahmestudios sind besetzt. Dieses herrliche Stück, ein Armkettchen für einen Herrn, der modischere hat sowas, ist verloren worden. Hinten drauf ist ein Datum. Dieses Datum müssen Sie wissen. Ich meine, Sie können raten. Vielleicht haben Sie Glück und kriegen das Kettchen, wenn Sie das Datum wissen. Aber es ist sehr wertvoll, ungefähr 3000 Mark mit Steinen drin und so weiter. Verliert man ja nicht alle Tage. Diese Schlittschuhe im Zeichen der Europameisterschaft, jetzt sehr gefragt, die sind am Fundamt abgegeben worden, sind auch im Raum Frankfurt verloren worden. Wenn Sie meinen, Sie gehören Ihnen, wo haben Sie verloren und welche Schuhgröße beispielsweise? Dieser Koffer enthält sehr wertvolles Gerät. Wenn Sie wissen, was für ein Gerät es ist, rufen Sie uns an. Dann kann nämlich sein, dass der Koffer Ihnen gehört. Alles im Raum Frankfurt verloren. Dann diese Tasche enthält sehr geheimnisvolle Dinge. Wenn Sie sie wiedererkennen, rufen Sie uns an. Ich meine, ich gebe Ihnen vielleicht einen kleinen Tipp. Mehr verrate ich nicht. Ein Hustenbonbon. Wenn Sie wissen, was sonst noch drin ist, dann rufen Sie uns an. Sehr interessante Tasche. Mit der Dame möchte ich mich gerne unterhalten, der die gehört. Und dieser Videorekorder, stehen gelassen worden. In einer Tasche, in einer großen Tasche. Sie müssten allerdings wissen, was für eine Tasche das war. Wie die aussah, stand auch was drauf. Und waren noch mehrere Sachen drin, außer diesem Videorekorder. Ich nehme nicht an, dass er weggeworfen wurde. Das ist ein deutsches Modell. Also rufen Sie uns an. Telefonnummer 089 95 0 156 in Tommys Fundbüro. Ich bin zwar schon relativ vornehm, aber ich werde gleich noch vornehmer. Denn es geht um den Debütantinnenball. Sie wissen, in Wien am Opernball werden jedes Jahr die Damen der Gesellschaft, die jungen Damen in die Gesellschaft eingeführt, anlässlich eines großen Balles mit einem großen Einzug der Debütantinnen. Dieses gibt es, na sowas, auch in München schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir haben Sie da. Am Donnerstag war dieser Ball, jetzt ziehen Sie bei uns ein. Bitte Musik zum Einzug der Debütantinnen. Das waren Sie, die Debütantinnen und Ihre Herren. Und das ist sozusagen die Mutter des Ganzen, Frau Schrader-Zörner. Guten Abend, gute Frau. Sie sehen, ich habe mich fein gemacht für Sie. Wunderbar. Aber Sie sich auch für mich, wie ich feststelle. Sie haben vorher gesagt. Gell? Sie haben das Ganze. Ehrwürdig.
Ja, ich bin Ihrer würdig. Sie haben das Ganze ins Leben gerufen. Wie kamen Sie dazu? Ach, das war 1958. Mhm. Und ich dachte mir, was in Wien ist, könnten wir eigentlich auch in unserer heimlichen Hauptstadt München haben. Und seit 58 machen Sie ja, das? Ja, und da meine Mutter Wienerin war und mir immer viel von diesen Debütantinnenbällen erzählt hat, da habe ich es eben gemacht. Wie kommen Sie denn an die jungen Damen? Bewerben die sich bei Ihnen? Ja, die müssen von ihren Eltern angemeldet werden. Selber dürfen sie sich nicht melden. Und dann können die mitmachen. Also sind das jetzt alles bessere Töchter? Man meint ja immer, das wären also alles nur reiche Mädchen. Das ist nicht so unbedingt. Wer Lust und Liebe hat, sich für die gute Sache einzusetzen und hauptsächlich in diesem netten Rahmen, der kann mitmachen. Gute Sache heißt, dass es einem guten Zweck dient? Ja, wir sind gemeinnützig, als gemeinnützig anerkannt ja. und helfen armen, hilfsbedürftigen Kindern und haben schon viel, viel helfen können. Das heißt also, alles, was, Überschuss ist sozusagen an diesen Bällen, geht einem guten Zweck zu? Ja, wir arbeiten ja alle ehrenamtlich. Ehrenamtlich. Ja. Dann werde ich die Mädels vielleicht mal jetzt, darf ich Sie vielleicht diesem Herrn an die Hand geben? Nicht, dass ihr die nächsten zwei Wochen immer so rumläuft, ihr könnt wieder runter. Habt ihr lange üben müssen beispielsweise, bis das funktioniert hat? Ihr habt auf dem ganzen Ball getanzt. Waren das Tänze, die ihr ohnehin schon gekonnt habt? Bist du eine große Tänzerin oder habt ihr extra geübt für diesen Ball? Doch, ja. Also die Proben, die waren 3 Sonntage hintereinander von 9.30 Uhr bis 13 Uhr. Und da hat haben Spaß wir gemacht? Eben, doch, ja, sehr. Die Herren zum Beispiel, das sind ja alle schmucke Jungs. Habt ihr die jetzt so geliehen bekommen? Müsst ihr nachher zurückgeben oder habt sich irgendjemand... Nein, die wurden uns zur Verfügung gestellt. Zu Verfügung. Ihr habt euch aber gerne zur Verfügung stellen lassen. Sehr gerne. Wir machen es nächstes Jahr wieder. Achso, ihr seid aber auch für nächstes Jahr vielleicht nochmal? Wenn wir wollen, wenn wir genommen werden. Ist denn irgendeine hängen geblieben? Also sagt irgendjemand, nächstes Jahr bin ich nicht mehr zur Verfügung. Hat irgendeine Dame ihren Herrn schon für länger am Arm oder kann man das nicht sagen? Nee? Aber ich meine, ihr passt also teilweise wirklich gut zusammen. Sie beispielsweise. Darf ich mal so einfach fragen, was du sonst normalerweise machst? Gehst du in die Schule? Ja, ich mache Sprachenschule. Aha. Und wenn man dieses Kleid sieht, das ist natürlich viel zu schade, um es nur einmal anzuziehen. Was machst du jetzt damit? Hebst du es auf? Ja, natürlich. Und Verlobung oder hält das so lange? Ich weiß nicht, mal schauen. Weißt du nicht? Ich nicht, aber du hältst das schon fest. Ich würde sie gerne reißen, aber ich habe ja meine Frau Schrader-Zöllner, mit der werde ich gleich noch weiter, nämlich ich habe ein Attentat auf sie vor, sie weiß es noch gar nicht. Er ist besonders schick, aber das ist, glaube ich, dienstlich. Ja, das ist von der Bundeswehr Gesellschaftsuniform. Genau. Und das ist mit der Propeller, ist dann im Notfall gleich. zu den Damen nochmal. Das ist auch ein schickes Kleid. Hast du es auch extra bekommen für den Anlass? Ja, doch. Mehr nostalgisch? Bist du ein für Sie ein Typ, der gerne so Tänze tanzt? Also ist ja nur, auf diesem Ball habt ihr Abendtänze, also Walzer und die schönen Sachen? Nein, eigentlich nicht, lieber Jazz. Ach, auch? Ja. Also ihr seid schon zwischendurch... Nein? Schon Streit. Zwischendurch schon mal richtig Disco und so? Ja, sicher. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ihr alle so brave Mädchen seid, die am liebsten in solchen Kleidern... Sie schüttelt ganz energisch den Kopf. Du schlägst zwischendurch auch mal richtig zu. Ja, natürlich. Ja, so ist richtig. Und die Herren sowieso. Ja? Gut, dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt uns hier in dieser Form präsentiert haben, ich möchte am liebsten mit allen, aber ich glaube, ich halte mich an Sie. Ich würde sagen, ein Walzer ziert so einen Abend immer. Ja. Darf ich dann zum festlichen Walzer bitten, Herr Kapellmeister, die Weise und ein Walzer. Das ist sehr gut, das kommt mir nach rechts. Und jetzt ist Rhythmuswechsel. Here is Slay and 7 Year Bitch. You
Seven-Year Bitch. Wir haben im Na sowas vor Ihnen heute und eigentlich so in fast jeder Ausgabe neben viel Musik und Na sowas Themen auch Köpfe vorzustellen. Leute, die Sie kennen, die Sie aber vielleicht von einer Seite noch gar nicht kennengelernt haben, wie Sie bei uns kennenlernen, nämlich von der menschlichen. Ich darf einen Herrn begrüßen, da möchte ich eigentlich ein Glas Wein in die Hand nehmen. Sie haben ihn x-mal gesehen im Fernsehen. Sie kennen ihn, weil er eigentlich jeden Sonntagvormittag bei Ihnen zu Gast ist. Sie haben ganz selten seine Beine gesehen. Jetzt sehen Sie sie auch. Werner Höfer, herzlich willkommen. Ja, wir fangen gleich vielleicht mit dem, keiner stößt so gut an wie Sie. Prosit. Prosit. Herr Höfer. Ich bin ein Anstoßerreger. Schon immer gewesen, sind ja sehr lange schon ein Anstoßerreger. Wie lange eigentlich, wie lange betreiben Sie im Fernsehen bereits Ihren politischen Frühschoppen? Eigentlich länger, als das Fernsehen sich betreibt. Denn ich bin in der Versuchszeit des Fernsehens schon als Versuchskarnickel davor geführt worden. Genau im Jahre 1952, mithin 52 zu 1985, das sind glaube ich 33 Jahre. Eine Menge Jahre. Wenn heute jemand auf die Idee kommt, mit seinem Redakteur zu gehen und zu sagen, ich habe eine tolle Idee, ich setze mich mit 6 Leuten ins Fernsehen und wir unterhalten uns, würde er wahrscheinlich nur lachen. Und trotzdem geht es und trotzdem kann es spannend sein. Ja, wir haben ja auch im Radio angefangen und da war sowas ja erlaubt. Im Fernsehen, aber trotzdem, Gespräch im Fernsehen, das gibt es eigentlich selten. Viele Talkshows sind in die Hosen gegangen. Aber Sie haben es geschafft, diese Sendung über die Jahre zu ziehen. Woran liegt das? An den wechselnden Personen, an den wechselnden Themen oder an der Brisanz der Geschichte? Weil Sie ja eigentlich immer ein Thema rauspacken, das die Leute nun wirklich gerade im Moment interessiert. Das liegt daran, Sie haben es angedeutet, Herr Gottschalk, dass die Geschichte, die Weltgeschichte eben nicht langweilig ist. Und wenn man zu einer unlangweiligen Weltgeschichte auch noch unlangweilige Kollegen dazu bittet, dann kann ich eigentlich nur stören, dann geht das auch ohne mich. Die Kollegen, es sind Journalisten. Wenn man Politiker im Fernsehen beobachtet, dann haben die eine vorgefasste Meinung, sozusagen die Staat... Erkennen Sie sie wieder? Na. Das ist auch, was mich bei eine Ihnen... Eine Weinkönigin oder was? Nein, nein, wie bei Ihnen. Das sind einfach die Damen, Sie kommen immer und ich denke mal, die müsst ihr jetzt mal vorstellen. Heute machen wir es mal. Wie heißt da kommen aber immer Briefe von Feministinnen. Warum immer Frauen für diese dienenden Funktionen? Warum nicht Männer? Herr Ober, bitte. Dankeschön. Nächste. Schon wieder. Mal sowas. Die Politiker, die vertreten Staatsmeinung, die sind fest fixiert. Und ich habe oft festgestellt, dass auch bei Ihnen ein sowjetischer Journalist Staatsmeinung führt, ein amerikanischer ebenfalls. Nein, da irren Sie sich. Bei dem sowjetischen Kollegen, was könnten Sie anderes erwarten? Aber bei amerikanischen, das kann sich decken. Ja. Aber jetzt beispielsweise, als wir wieder den neuen Präsidenten gewählt haben, wir haben ja alle ein bisschen mitgewählt, da gab es doch beim internationalen Frühschoppen Stimmen, die sagen, jeden würde ich wählen, nur Ronald Reagan nicht. Die Journalisten, das ist so ein Völkchen, das ist so hier Dämmerschoppen. Das sind Monday-Stimmen. Monday-Stimmen bei uns, da haben wir wenig genützt, ja. Die Journalisten, ein Völkchen, das ja bei uns oft verschrien ist, nur die politischen Journalisten ist eine ganz besondere Schicht. Ändern die was? Sie haben bei Ihnen sich oft und oft und oft unterhalten. Oft sagt man, gut, das ist ganz vernünftig, was er da sagt. Haben politische Journalisten auch politische Macht? Nur sehr indirekt, indem sie Stimmungen in der Wählerschaft erzeugen oder verändern. Denn der Wähler ist ja der Souverän, nicht der Journalist. Der Journalist nur insofern, als er auch Bürger und Wähler ist. Aber ein Journalist kann durch Information, kann er auch Emotionen schaffen und er kann auch neue Tendenzen vorbereiten. Zu Ihrer Person, bei Damen tippe ich immer ins Fettnäpfchen, wenn ich neugierig nach dem Alter frage, bei Ihnen hoffentlich nicht. Wie alt sind Sie eigentlich? Im besten Präsidentenalter, Herr Thomas Gottschalk. Ich bin 3 Jahre... Nicht nur Mondale, auch Höferwähler. Ich bin 3 Jahre jünger als Ronald Reagan. 71. So ist es. Und? Kann aber gut rechnen, Herr Gottschalk. Ja, ganz schnell. Alter von Präsidenten habe ich immer im Kopf. Ja. Aber ich meine, also wenn man da nun jeden Sonntag sitzt, Sie haben ja eigentlich nie verpennt. Sie sind jeden Sonntag, Sie waren jeden Sonntag gesund. Auch morgen früh. Auch morgen früh. Also nicht, dass jemand denkt, morgen fällt aus. Er ist heute live und er ist morgen live.
Ich meine, nun so lange im Fernsehen. Sie sind ja ein Mensch, der im Grunde immer klüger geworden ist. Sie haben hinter dem Schreibtisch gesessen, Sie haben vor der Kamera oft gesessen. Ist Fernsehen ein Medium, das eigentlich immer spannender geworden ist oder im Laufe der Jahre eigentlich immer weniger aufregend? Es ist immer langweiliger geworden und es war am spannendsten in einer Anfangszeit. Das hat aber damit zu tun, jetzt werde ich ausnahmsweise mal lehrhaft oder lehrerhaft. Gerne, wir haben ja ein intelligentes Publikum heute Abend. Eben, und wenn es nicht langweilig wird, ist man ja auch bereit, noch was zu lernen. Ein Medium ist immer dann am besten, wenn es anfängt. Mhm. Und da das Fernsehen schon erfunden ist, kann es bestenfalls so bleiben, wie es ist. Aber ob es viel besser wird, das weiß ich nicht. Und schon gar nicht dadurch, dass es viel mehr davon gibt. Wir haben uns neulich mal anlässlich einer Unterhaltungsveranstaltung getroffen und ich habe gedacht, guck mal, jetzt redet er mit mir. Man hat ja so ein bisschen Minderwertigkeitskomplex und ich schmücke mich heute mit Ihnen, sage ich ganz ehrlich. Sie haben auch gleich zugesagt, als ich gesagt habe, kommen Sie mal bei mir zum Talken. Sie haben keine Berührungsängste mit so Hanswurschen wie mir. Das Schlimmste, was jemand, der im öffentlich-rechtlichen oder manchmal auch im privaten Medium, dem elektronischen Auftritt ist, so arrogant zu sein, dass er nicht bereit ist, die Menschen zu unterhalten und unterhaltende Menschen für wichtige Menschen zu halten. Ein schönes Schlusswort, Werner Höfer. Danke, Milch. Bis morgen Mittag. Morgen Mittag. Adieu. Danke, gut mit Ihnen. Ja, selbstverständlich. Noch einmal. Auf Sie. Prost. Das ist eine der wenigen Fälle, wo ich auch Reklame für die Konkurrenz mache. Morgen Mittag um 12. Heute bleiben wir beim ZDF und jetzt haben wir Ron Last. Sie kennen den Vater, James Last. Sein Sohn kann sich sehen lassen, er kann sich auch hören lassen musikalisch. Love will ease the pain. Look at all the lonely people living in the past. If all the people only knew that love will ease the pain. If all the people only knew that love will ease the pain. Oh, love will ease the pain. Look at all the little children with hunger in their eyes. Oh, I don't know how anyone can live with all those lies. If all the people only knew that love will ease the pain. Love will ease the pain.
Ron Lars, Love Will Ease the Pain. Es passiert ja immer wieder, dass sich beim ZDF Leute bewerben, beim Fernsehen überhaupt, und sagen, ich kann was ganz Besonderes. Es gibt viele, die sagen, ich kann viel besser moderieren als Thomas Gottschalk, aber das ist ja nichts Besonderes, sondern wir suchen wirklich Leute, die was absolut Tolles können. Und wir haben einige gefunden, die uns geschrieben haben. So etwas habt ihr bestimmt noch nie gesehen. Ich bin in der Lage, den Zeigefinger meiner linken Hand so nach hinten zu biegen, dass der zurückgebogene Zeigefinger mit dem Fingernagel den eigenen Handrücken berührt. Versuchen Sie es doch einmal. Also bitte versuchen Sie es nicht zu Hause. Schauen Sie erst, wie es geht. Ihr Ulrich Vollmeier. Ulrich. Guten Abend. Ulrich, was du kannst, ist das nun besondere Übung oder ist dir da eine Sehne abgerissen? Oder? Muss ich wollen, das durch jahrelanges Training. Jahrelanges Training. Von Geburt an allerdings. Von Geburt an. Ah, schon immer im Kinderwagen hat er angefangen. Wir machen es mal vor. Pass auf, ganz langsam. Mit Trommelwirbel. Langsam, langsam, langsam. Bis hierher können es manche. Jetzt wird es für manche eng. Jetzt tut es vielen schon weh. Und jetzt hat er den Handrücken erreicht. Aber das tut nicht weh. Wie oft musst du das machen am Tag? Einmal im Jahr. Lang. Einmal im Jahr. Will doch jeder sehen. Ab heute muss das bestimmt jedem vormachen, den du in der Straßenbahn triffst. Viel Vergnügen und schon die Hände. Tschüss. Ja, das war erst der Anfang. Liebes ZDF, ich kann meine Hand als Faust geballt bis zum Handrücken in den Mund stecken. Michael Pelster. Michael, guten Abend. So, hat also eine normal ausgebildete große Hand. Er nimmt die linke, damit er nicht rechts den Ehering verschluckt. Macht sie etwas geschmeidig. Wie kamst du zum Beispiel darauf, das zu machen? Ich habe erst mit Salzstangen geprobt und die wurden nachher zu klein. Und dann habe ich immer versucht, die Faust ranzustellen. Ne? Gut. Und an was arbeitest du jetzt? Oder ist die Faust eigentlich Schlussendmarke? Ich versuche jetzt mal ein paar Tischtennisbälle, mal so 10 Stück so. Mal guten Appetit. Also erst nochmal die Hand und Trommelwirbel. Wird es ihm gelingen, dem sympathischen Jungen die gesamte Hand elegant, Backe außenrum. Der Bart kneift etwas. Moment. Nicht hudeln, nicht hudeln. Und da muss noch einiges rein. Jetzt! Yeah! Danke. Ich gebe dir den Spiegel mit und wink lieber. Tja, was haben wir da noch? Wenn Sie mich zu Ihrer Sendung einladen, werde ich Folgendes vorführen. Ich kann mit meinen Brustwarzen wackeln. Oder ohne meine Arme oder Beine und ohne den Bauch zu benutzen. Hier ist Dolly Dollar. Nein, nein, nein. Das wär was. Ne? Aber das ist auch für manche Frauen ist das keine Kunst. Aber wir haben einen Mann. Eckhard Korff. Eckhard, Servus. Wann hast du angefangen mit der hohen Kunst des Brustwarzenwackelns? Ich weiß nicht, also das ging, irgendwann ging es mal. Irgendwann zuckte die Brustwarze. David, du hast dir schon etwas geöffnet. Ich mach mal bis zum, jawohl, so. Wir sagen, das genügt. Ja, bitte die Herrschaften freilegen. So, dies nicht auf den Bauch gucken, sondern auf die Brustwarze. Bitte die rechte hoch. Ja, und die linke. Und jetzt beide. Und jetzt kreisen. Ja, das geht. Die Brustwarze. Dankeschön. Ich behaupte, dass ich meine Füße so verdrehen kann, dass die Fersen nach vorne und die Zehenspitzen nach hinten zeigen. Bitte machen Sie es nicht, sonst fallen Sie zu Hause um. Er fällt hoffentlich nicht um. Rudolf Heinzel. Rudolf, ja. Er kommt in Turnhosen, das heißt, das Ganze ist durchaus eine sportliche Übung. Sportliche Übung, ja, richtig. Man darf das zu Hause, glaube ich, nicht auf Anhieb versuchen, sondern ein bisschen trainieren. Man muss trainieren, und zwar bin ich draufgekommen. Ich bin aus Andorf, aus dem Immviertel. Und da wird die Geselligkeit sehr gepflegt. Und in einer fröhlichen Runde bin ich dann draufgekommen, dass ich die Füße verdrehen kann. Das muss eine sehr fröhliche Runde gewesen sein. Ich habe schon viele fröhliche Runden erlebt und noch nie die Füße verdreht. So, jetzt, ich gebe dir ein bisschen so Hilfe. Also, die Fersen hoch. Und jetzt so langsam, aber sicher nach vorne. Und die Knie zusammen. Und schon steht er da wieder ein. Yeah! Freie! Dankeschön. Servus.
Kann man sich da noch steigern, fragen Sie sich sicher. Man kann, sehr geehrte Herren. Ich kann besser pfeifen als irgendjemand anderer. Und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Ich pfeife wunderschön auf meinen Fußzehen. Jürgen Kern. Jürgen, hier Platz. Dann ziehen wir mal die Schuhe aus, würde ich sagen. Und die Socken. Sonst ist der Ton etwas... Die Socken, ja. Die Füße sind natürlich auch gereinigt, ist klar. Ja, also auf dem großen Fußzeh kann ich heute Abend leider nicht pfeifen, weil der leidet an aller Schwäche. Die anderen drei sind eigentlich ziemlich perfekt, außer dem kleinen. Aber ich hoffe, dass auf dem auch noch bald geht. Alles, was er spielt, ist natürlich in C-Dur, ganz klar. Noch was Klassisches, soweit die Füße tragen. Er macht das manchmal auch, indem er noch zur Erschwerung den linken Bein hinter die Schulter nimmt. Wir wollen aber hier nicht übertreiben heute. Wir wollen heute nicht übertreiben. Nein. Vielleicht nochmal auf dem kleinen, das war's ein Zeh. Also nochmal, damit wirklich die Leute es klar, du machst das wie die anderen, indem du die Zunge nach hinten drückst mit der Zehe? Ja, ich mache das ganz einfach. Ich nehme den Zeh in den Mund und versuche dann die Zunge so weit wie möglich um den Zeh zu wickeln und dann blase ich und dann gibt es den Ton. Das gucken wir uns nochmal an, weil es ist ja, wenn man es einmal weiß, ist es nämlich ganz einfach. Okay. Nicht, dass du mir in den Mund steckst hier, du. Okay. Was wollen wir? Vielleicht Brücke am Quai oder was? Oder was? Brücke am Quai. Was zum Mitsingen okay. Vielleicht für alle. Oh, es schwingt da. Vielen Dank. Oder toll. Bleib ruhig da, es kommt nämlich ein starker Titel vom Fuß zur Hand sozusagen. Hier sind die Thompson Twins. Lay your hands on me.
gets too much. I see your face and sense the grace and feel the magic in our touch. Me, the Thompson Twins. So, nun bin ich wieder Amtsperson, nun sitze ich wieder im Fundamt. In einer Zeitung musste ich lesen, unser Fundbüro konnte beim letzten Mal nicht überzeugen. Nun sind wir hier keine Preisbullenschau, die überzeugen will, sondern wir sind im Dienste aller Schusslichen und aller, die irgendwelchen Krempel verlieren und ihn unbedingt wieder brauchen. Deswegen also jetzt nochmal Fundbüro. Und heute, mein Assistent, wenn ich ihn heute so nennen darf, ist Klaus Diekmann vom Fundbüro in Frankfurt. Guten Abend, Herr Diekmann. Servus, bitteschön. Das also sind alle Stücke, die bei euch im letzten Jahr abgegeben wurden. Manche sind also ganz vor kurzem erst verloren worden, laut Videorekorde letzte Woche. Richtig, war die letzte Woche, vor einer Woche genau, am letzten Samstag, also frisch von der Straße, heute hier in München. Und ich bin mal gespannt, ob wir Anrufe bekommen. Hat ja letztes Mal nicht so geklappt, aber diesmal bei zwei Telefonen wird ja wohl einer anrufen. Es lag auch nicht daran, dass keiner angerufen hat, aber die Leute rufen wegen allem möglichen Zeug an. Zum Beispiel, also, wo hatte der Sänger von Thompson Twins seine Schuhe gekauft beispielsweise? Oder die wollen immer so Sachen wissen und wir suchen natürlich echte Verlierer, also nicht jetzt Loser, sondern jemand, der halt was verloren hat. Wird immer noch viel verloren im Ja, also wir haben im Jahresdurchschnitt etwa 4000 Fundfälle. Mhm. Das ist konstant. Es gibt also weniger oder mehr, kann man nicht sagen. Es sind aber auch teilweise sehr wertvolle Stücke dabei. Im Jahresdurchschnitt haben wir etwa 12 Fälle. Das heißt, pro Monat ein Fundfall im Wert von über 5000 Mark. Also es gibt doch mehr ehrliche Menschen, als man denkt. Das spricht eigentlich für die Ehrlichkeit. Obwohl eigentlich die Verlierer wohl kein großes Vertrauen in die Ehrlichkeit anderer haben. Denn viele nehmen im Verlustfalle überhaupt keinen Kontakt mit dem Fundbüro auf. Die denken, das hat sowieso keiner abgegeben. Ja, wir können also nur etwa 25% aller Fundsachen auch dem Verlierer wiedergeben. Also wenn man was verloren hat, erstmal wirklich im Fundamt anrufen oder heute Abend bei mir. Ja, guten Abend, hier ist Tommys Fundbüro. Wen habe ich am Telefon, bitte? Herr Köhler, guten Abend, Herr Gottschalk. Herr Köhler, guten Abend. Sie glauben also etwas erkannt zu haben, was hier auf meinem Tisch liegt. Was denn zum Beispiel? Und zwar diesen Alukoffer. Den Alukoffer, diesen da unten. Ja. In diesem Alukoffer ist nun etwas drin, was Herr Diekmann weiß. Was sagen Sie, ist in diesem Koffer? Da ist eine Alarmanlage drin. In diesem Koffer ist eine Alarmanlage, ja. Sagt er. Und Sie haben die verloren? Nein, die wurde mir gestohlen aus dem Auto am 26. November letzten Jahres. Schöne Alarmanlage. Ich denke, der sollte klingeln, wenn sie gestohlen wird. Aber gut, sie war ja auch im Koffer und konnte ja nicht wissen, dass er gestohlen wird. Herr Diekmann, was sagen Sie dazu? Ja, die Angaben, der Tag ist absolut korrekt, Alarmanlage global auch. Und wenn uns der Anrufer dann noch die näheren Angaben macht, weil sie besteht aus verschiedenen Bestandteilen, dann gehe ich davon aus, das ist der wahre Verlierer. Sie haben Ihre Alarmanlage zurück? Ja. Das ist doch schön. Wunderbar. Eine Sendung, die dem Volk genützt. Wollen wir das mal klar hier feststellen, ja? Ich bedanke mich und Alarmanlage. Ich meine... Da war der Dieb natürlich auch bescheuert, wenn er die auch verliert. Aber das ist natürlich... Sie war nutzlos, sie war vermutlich nutzlos. Eben, ja. Gewesen. Das kann natürlich auch passieren, dass natürlich gestohlene Sachen irgendwo bei euch landen. Hier ist der Thomas Gottschalk. Guten Tag, Tommys Fundbüro. Ja, guten Tag. Guten Tag, wer ist am Telefon, bitte? Melanie Völsing aus Gießen. Melanie, was glauben Sie denn zu erkennen von unseren... Ja, also ich glaube mein Armband, aber meins ist Silber und es ist ein bisschen breiter. Silber ein bisschen breiter? Ja. Ja, wo haben Sie es denn verloren? Hier, also es ist beim Einbruch gestohlen worden. Beim Anbruch, wir haben ja lauter Opfer heute, das ist ja, ich bin ja Herr Zimmermann heute. Aber gut, dann passen Sie demnächst natürlich gut auf, dass Ihnen nichts mehr gestohlen wird. Ja, und unseres ist ja Gold inzwischen. Ja. Ja, schönen Tag wünsche ich noch. Ja, wiederhören. Ja. Gut. War Silber. Naja, nein, man muss das schon ernst nehmen. Also. Wir warten weiter, unsere Aufnahmestudios sind besetzt, auch in der Schweiz und in Österreich klingeln die Telefone, meine Damen und Herren. Ja. Guten Tag. Hier ist der Thomas Gottschalk, Tommys Fundbüro. Hallo. Ja, bitte. Mein Name ist Stefan Sack.
Herr Sack, guten Tag. Was Tag. Glauben Sie wiederzuerkennen? Ja, ich meine, ich hätte mein Armband hier auf der blauen, auf dem blauen Gurt gesehen. Und zwar ist da ein Datum eingraviert auf der Rückseite. Das ist richtig. Datum ist drin, ja. Und zwar ist es der 9.7.82. Das ist nämlich der 17. Hochzeitstag gewesen. Von meiner Frau hat sie mir geschenkt. Ja. Und vorne drauf sind noch, ist mein Monogramm drin, SS, Stefan Sack. Richtig. Und zwei kleine Brillanten. Ja, eindeutig. Ey, sagen Sie bloß. Stefan, jetzt sagen Sie, wurde Ihnen das aufgestoßen oder haben Sie es verloren? Nee, ich habe das verloren. Das war also am 15. oder 16. Januar in Frankfurt. Da wollen wir nicht so sein, aber es ist auf jeden Fall Ihres. Also SS ist richtig, die beiden Klunkern. Also ja. Die hat sie geliebt, die Frau, oder liebt sie noch? Ja. Das ist, der hat sie hingelangt. Ein wirklich schönes Stück. Ich habe schon gedacht, also das würde mir auch stehen. Toll, also es ist, ich glaube, wir werden natürlich mit dem Fundamt jetzt, weil ich darf also Amtssammlung gar nicht begehen. Nein, also was wir heute sagen, ist ohne Gewähr, aber er spricht alles dafür, dass Ihres ist. Was ist denn der Wert dieses Armbandes? Wollen wir doch die arme Frau nicht in Verlegenheit bringen, aber es ist... Thomas, ja? Ich habe bei dem Fundbüro 8 Tage später angerufen in Frankfurt, da war noch keine Meldung eingegangen. Und ich sollte jetzt noch mal in 8 Tagen oder 14 Tage später noch mal anrufen, das habe ich noch nicht gemacht. Hier ist es. Also der Finder hat es etwas ausprobiert und hat dann gemerkt, das passt doch nicht so ganz. Und das hat es abgegeben. Darf ich mal etwas dazu sagen? Bitte, ja? Der Herr Sack hat es in der Innenstadt verloren. Ja? Die Finderin hat es in einem Vorort, dort wo sie wohnt, bei dem Revier abgegeben. Ach so. Und dann dauert es immer noch eine Woche, bis das im Fundbüro eingeht. Deswegen ist die Auskunft zum damaligen Zeitpunkt korrekt gewesen. Es war noch nicht im Fundbüro. Aha. Aber Stefan, also Glückwunsch. Es ist, ich gehe davon aus, es ist Ihres. Der Abend ist gerettet. Schönen Tag. Tschüss. Wiederhören. So. Also einen Anrufer schaffen wir noch. Also ich muss sagen, heute überzeugt Thomas von so. Also mich überzeugt das heute. Mal, ja. Wir versuchen noch mal einen Anruf. Ja, guten Tag. Ja, hier ist der Thomas Gottschalk. Ja, Müller, grüß Gott. Herr Müller, ja, was glauben Sie wieder zu erkennen? Ja, also ich habe den Videorekorder erkannt. Den habe ich also verloren. Einer blauen Adidas-Tasche, also Sporttasche. Ja. Und da war noch ein Buch drin. Ein Buch, also die Farbe der Tasche ist schon falsch und ein Buch war auch nicht in der Tasche gewesen. Ja, aber wie, also bloß Interesse aber hat... Was war denn noch? Es waren noch mehr Sachen in dieser Tasche. Aber bloß Tasche der wieder, wie haben Sie den denn verloren? Ich meine, haben Sie irgendwo stehen lassen, oder? Also ich habe eigentlich gemeint, dass ich das, also die Vorschau gesehen habe, dass das ein Spiel ist und das habe ich geraten. Aber gut, ein guter Mann. Ich meine, aber nicht schlecht. Gut, dann, ich würde sagen, vielleicht bekommen Sie von der Sportartikelfirma ein paar Turnschuhe geschenkt, weil die freuen sich bestimmt. Und die meisten Taschen sind ja von denen. Dann lege ich mal auf, weil er war es ja nicht. Aber war nett. Guck mal, das Datum hat er nicht geraten, weil das wäre natürlich... Ja, ich würde sagen, nachdem wir überzeugt haben, machen wir Schluss. Falls noch jemand anruft, die Stücke bleiben natürlich bei euch auf dem Fundbüro. Verbleiben, wie wir das in der Amtssprache gerne nennen. Und wenn ja jemand für die Turnschuhe noch interessiert, jetzt wo die Europameisterschaft vorbei ist vielleicht, dann kann der sich bei euch abholen. Die Geheimnisse werden nicht verraten. Die diese also Tasche, immer noch die liegt mir doch noch am Herzen. Ich meine, da sind also tolle Sachen drin. Aber Küche. Zur Küche komme ich jetzt ganz zum Schluss. Denn nächstes Mal wollen wir wieder kochen. Wenn Sie noch Rezepte haben, wir hatten Sie beim letzten Mal gebeten, schicken Sie uns Rezepte, wenn Sie tolle haben, also lustige oder interessante oder ganz alte. Hier nochmal die Adresse, Redaktion da sowas, Stichwort Rezepte, Postfach 4040 65 Mainz. Also Rezepte, wir würden uns freuen. Jetzt habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Im Anschluss Frank Elstner, Wetten, dass, eine sehr beliebte Sendung, überzeugt. Deswegen würde ich es Ihnen gerne ans Herz legen. Und wir verabschieden uns jetzt. Nächste Sendung ist bereits in 14 Tagen mit unserer Küche. Und ich sage für heute auf Wiedersehen. Schönen Abend und Servus.